Ja, komm, ich weiche am Ende die der Karte nochmal aus und dann kriegt man trotzdem jetzt nicht mehr. Sieht einfach so zu. Mann, Alter, ist das Mongo gerade hier. Mangoaffe habe ich hier. Komm, mache ich den nächsten Gegner halt ohne alles fertig. Ohne Lehm anscheinend. Na komm, das ist ein ich geh gleich. Leer, gerade. Punkte. Meine Fresse. Herrlichen Between und ja, was sollst du sagen, Mama ist ein gutes Spiel. Hat fantastische Grafik. An den meisten Fehlern bist du im Normalfall auch selber schuld. Wenn ihr was verkackst. Bots sind schaffbar. Da gehen so viele bisher. Ausdauer muss ich noch ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen mehr zurechtkomme. Kann man sich eigentlich auch noch so ein bisschen buffen mit Tränken und so, das bedeutet meistens nur und mache ich halt auch spontan oder mal nicht. Ja. Oder man verkackt einfach, also manchmal ist das halt doch gut. Yeah.
macht großteils trotzdem Spaß. Und Spaß. Aber dass dadurch, dass es keine Map gibt, also zumindest halt kurz unten, was irgendwie darauf hindeutet, ist es halt echt schwer, eine Orientierung zu behalten. Ich bin jetzt von dem Punkt, wo ich losgelaufen bin, hier gelandet. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, also weil ich gelaufen bin, ja klar. Oder eigentlich da im Tempel noch vorbei. Lass mal ab und zu ein Kombos festhängen. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen dumm. Kombos festhängen, den kenne ich ja nur schon aus. Kombos festhängen kenne ich ja mittlerweile auch schon aus. Ja, warte aus. Nichts, was mich jetzt übermäßig überraschen würde. Zu tun haben, vielleicht ist das eine Quest. Ja, ich bin mal ab und zu hast du das halt, dass der Kameramann mal nach Hause gegangen ist, aber bietet dir trotzdem echt viel Luxus, was die Kamera und so angeht. Finde ich zumindest weit schlecht. Ah, vielleicht wird sie auch schon wieder ein bisschen. Dann bin ich erstmal zufrieden. Ein paar Dinge. Ich erstmal wieder ins Gute bessern hier. Blümchen.
Parallele. Yay. Nein, halt nicht. Oh, sogar so in der Gegend mal einen Boss auch noch. Okay, das ist neu. Eine Chance, Alter. Da muss ich einfach wieder mit reinkommen. Durch das Besiegen habe ich ja die Blumenköpfe oder so, was da auch mal drauf ist. Komm, deswegen, nein. Ja, also. Schwierig. Ich dachte, jetzt eine Map wäre mal schön. Nö, das mit dem nackten Arsch an der Wand. Wir alle wissen, meine Orientierung ist gen Null. Gummi, hallöchen, 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 danke für den Gabi. Trimi 89 abonniert schon 5 Monate. Danke. Monat sogar. Dann hallöchen, hallöchen, hallöchen und schönen guten Abend, Trimi. Immerhin sind wir gleich nochmal Level up. Level up. Boden. Muss ich mich nicht kümmern, eher bin ich. So, Natrimi, wie geht's? Hoffe doch fantastisch. Boss jetzt raus, hoffentlich. Ja gut, ob wir das direkt verkacken. Ja, so. Ich konnte mich direkt nicht mehr heilen.
Das ist schön. Ich versuche den Boss auch diesmal zu schaffen und nicht einfach nur sinnlos meine Special-Fähigkeit in den Arsch zu schießen. Das ist Arsch egal in Wissensart. Hauptsache tot. Das wäre schön für ihn. Für mich zumindest. Für ihn weiß ich nicht, aber naja. So. Denn hurra, hurra, die Hütte brennt. Hallo. Sorry, Bro. So. Wow, schön nochmal. Naja, gut. Lassen wir mal schlafen. So sieht also aus. Mal schön zu wissen. Das erstmal, dass ich es überhaupt aktiviert habe. Naja. Gut, auch vor allem schlecht. So, was brauche ich hier? Ich denke mal, dass die durch alle durchkloppen können. Cool. Alter, ist er behindert? Sorry. So, machen wir gleich noch was los hier fertig. Ich habe ja gerade anscheinend ein bisschen Zeit. Für unseren letzten Boss heute, weißt du? Kann das sein? Die sind so unnormal, wo du schon so asozial scheiße. Aber wirklich. Wir sind aktiv zur Zeit, die ich jetzt habe. Die schlimmsten normalen Gegner. Nee, sind sie nicht. Die Mönche gehen, jetzt wo ich wissen, wie man sie bedienen kann. Obwohl die Messerschwinger gehen auch. Die Assassinen da. So. Gut, hier noch mal Filter. Oh, Knie, Knack. Nein. Nee, das würde ich nicht mal um anderes behaupten. Ist ein Mix aus Stellbild hat ja was für Glück auch dabei, ne? Hat ein bisschen ab und zu mal reingeschaut.
Stellar Blade ist eher wie Devil May Cry. Das ist wie Elden Ring plus Devil May Cry. Vielleicht sogar ein bisschen Elden Ring noch mit drin, weil. Ich möchte ganz spezifisch sagen, weil ab und zu, zum Beispiel dieser Kombi hier, hängt man fest. Das habe ich bisher in Kim Elden Ring wirklich gehabt oder so. Oder? Ich werde echt überlegen, ob ich in Elden Ring irgendwo was hatte, wo ich in einer Combo hängen geblieben oder festgehangen habe. Ein Zwischengegner ist. Was hier? Das ist immer was Besonderes. Oh, wird andere. Ich will erstmal. Oh, wo ist das? Ein Glück. Komm, kriegst du jetzt mal. Mal 30 Rüstung mehr auf einmal. Reicht bei mir. Resistenz, ja. Anders. So, Relikte, ja. So. Jetzt mal reinballern. Aha, sehr schön. Wieder schnell eine Stufe. Mit den perfekten Ausweich. Aber zu viel. Erstmal noch rein, Stab pushen. So. Jetzt mal. Ich bin so hart gefrieren hier, Alter. Meine Fresse, Alter, das kannst du gar nicht mehr machen.
Boah. Alter, kommst du nicht raus, rein oder sonst wie was? Das ist eine ganz beschissene Ebene. Ja, wir machen mich fertig. Das ist so abhaken gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich friere ja permanent ein, Alter. Oh, ey, das ist ja eine absolute Drecksebene hier. Ey, das ist doch bescheuert. Ich bin permanent debuff, Eis. Das ist doch eine Krüppelkrotze. Also habe ich kein Verständnis dafür, wie man so eine Ebene bauen kann. Bei einem stinknormalen 0A15 Boss muss man das bedenken. Also das ist ja mal wow. Richtig High Society lässt der hier. Zack, ballern wir los. Was der Leute braucht, irgendwie aktiv jetzt erstmal nicht. Ist da rein. Willst du im Kopf nicht aus? Ja, ich kann durch den Schnee stoppen. Das ist wirklich nur der eine Boss, der so nur Dreckfähigkeit hat. Für mich hat es auch keinen Sinn ergibt. Leider. Schauen wir das. Ja, rote Front. Oder? Wow. Immer noch eine vorne. Das ist mal ein krasser Scheiße, wir sind jetzt da. Raureif. Den Tag verbracht. Ein Mönch?